weil jedes Ereignis wird immer mehr das alte Weltbild der Leute, die nicht aufwachen wollen, schleifen, um es mal so zu sagen. Und das ist, glaube ich, das Ziel dieser Zeit jetzt, wo immer wieder in immer kürzeren Abständen immer heftigere Sachen passieren, bis hin, was ich erwarte, was aus der geistigen Welt kam. Es war zuletzt 95% die sogenannte Dritte Weltkriegsshow. Kein echter Dritter Weltkrieg, den wird es nicht geben, das bleibt. Aber dass man uns das verkaufen wird, dass er angefangen hat. Wir haben festgestellt, dass die Zeit so schnell vergeht und dass sich die Ereignisse so schnell häufen, von einem Höhepunkt zum nächsten Höhepunkt. Und es ist schon wirklich eine sehr interessante Zeit. Und ich freue mich, Peter Denk heute bei Smarana begrüßen zu dürfen. Und wir möchten gerne mal so ein bisschen mit euch sprechen über die aktuellen Ereignisse. Herzlich willkommen, lieber Peter. Hallo, liebe Monika. Ja, spannende Zeit. Könnte man fast jeden Tag ein Interview machen und hätte immer was Neues. Es ist ja auch ganz gut, also langweilig wird es uns absolut nicht. Und wie gesagt, das Trump-Attentat und dann auch die Olympia-Dinge, die da geschehen, oder guck nach Frankfurt, guck nach Berlin, was in den Städten los ist, oder schau nach England. Es ist also unfassbar, wie eigentlich alles brodelt, könnte man sagen. Es brodelt richtig und es ist auch so eine Wut spürbar, die im Kollektiv, in der Menge sich immer mehr anzeigt. Ja, also das ist extrem fühlbar. Von den Vorhersagen wird sich ja alles zuspitzen, wird es ganz extrem noch werden für uns. Extrem schön, könnte man auch sagen. Ja, natürlich. Also von den Vorhersagen von Anfang des Jahres wurde ja tatsächlich gesagt, dass die Menschen, je später das Jahr mehr ins Land geht, desto wütender oder sagen wir mal aufgeregter werden sie werden, vor allen Dingen in den westlichen Ländern. Das wurde am Anfang ja schon vorhergesagt und mittlerweile können wir schon feststellen, ja, das stimmt. Wobei so richtig los geht das wohl noch erst im Herbst. Dann werden noch ein paar Sachen passieren, die dann auch viele, die immer noch von gar nichts wissen wollen, irgendwann aus ihrem, sagen wir mal, aus ihrer Ignoranz zwangsweise rausgerissen werden. Und die eine Vorhersage, die immerhin kam von den Kollegen vom Egon Fischer, war: Ihr werdet Ende 24 eure Welt nicht wiedererkennen. Das ist eine sehr, sehr gewagte Aussage, aber mittlerweile kann man sagen, wenn das so weitergeht, kann das wirklich so sein. Wobei ich glaube, die Welt nicht wiedererkennen, primär erstmal die Menschen. Wie sie die Welt sehen, wirst du nicht wiedererkennen. Das trifft es vielleicht etwas besser. Und was auch noch ganz wichtig ist bei der ganzen Sache, ist mit dem Verstand und mit dem Geist und mit dem Herzen zusammenzuarbeiten. Wir haben da ein wundervolles Webinar, das heißt Mind Master. Und ich empfehle es einem jeden von euch, wenn ihr es könnt, dann macht dieses Webinar. Denn gerade das hilft uns so sehr, richtig gut aufzuwachen und richtig gut durch die Zeit hindurchzukommen. Du wirst geschult. Du wirst geschult, deine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Du bekommst ganz viele Techniken von mir gezeigt und du wirst auch in die Fülle kommen, in die materielle Fülle, in die geistige Fülle, in die Fülle deiner Techniken, deiner Fähigkeiten. Und das ist das größte, größte Geschenk, was du dir wirklich machen kannst. Denn ihr werdet gebraucht, ihr Lieben, in der Zeit des Aufwachens. Und die Zeit des Aufwachens ist ja jetzt. Die ist so extrem und extrem wichtig. Aber wir haben ja jetzt auch, und das war spannend, das war vorhergesagt, ich habe auch einiges geschrieben, da haben auch gleich vorher schon irgendwelche Spötter wieder gesagt, ja, jetzt will ich mal sehen, was dann wieder geschrieben wird, wenn nichts passiert, weil das war so ab dem 15., um den 15. Juli rum. Das wurde ja sowohl astrologisch als auch vom Cliff High ganz stark favorisiert, dieses Thema. Und insbesondere der ja teilweise umstrittene Q hat genau 5 Jahre vor, am 14. Juli 2019, geschrieben, A Week to Remember. Und man hatte schon häufig das Phänomen, dass dann Jahre später, genau an dem Datum, in dem Bereich, dann auch was passiert ist, was dann sehr gut gepasst hat zu dem, was er Jahre vorher geschrieben hat. Und ich hatte mich dann auch schon gewundert, das Ganze ging mit dem Trump-Attentat los, was meiner Ansicht nach
noch immense weitere Folgen hat. Es wird immer mehr rauskommen, dass es natürlich Absicht war. Also entweder war das die blödesten und unfähigsten Sicherheitskräfte der Weltgeschichte, was aber kaum sein kann. Nee. Die Chefin des Secret Service ja schon zurückgetreten, aber das war ein Bauernopfer. Und ich denke, da wird immer mehr rauskommen, dass das eben unter Umständen ganz andere Leute waren. Aber es ging ja dann in dieser Woche Schlag auf Schlag. Also wenn wir allein in der USA bleiben, war dann am Freitag dieser Woche der größte Computerausfall der Geschichte, was Großkonzerne ganz stark getroffen hat. Das war die CrowdStrike-Geschichte, eine US-Firma, die interessanterweise den Demokraten und dem tiefen Staat sehr nahe steht, die, sagen wir mal, aus ihrer Sicht den größten anzunehmenden Unfall hatte. Aus meiner IT-Sicht, ich war ja nun lang genug in diesem Bereich professionell tätig, aber das sagen mir auch andere Kollegen, kaum eine Pleiten-, Pech- und Pannengeschichte war. Das hat irgendjemand ganz gezielt gemacht, weil wenn ich diese ganzen Rechner lahmlegen will, muss ich es eigentlich genauso machen. Es gibt fast keinen anderen Weg. Und ist natürlich für eine Security-Firma noch schlechter, wenn sie zugeben muss, dass sie gehackt wurde oder dass es einen Angriff auf sie gab, als wenn sie sagt, es war Pleite, Pech und Panne. Aber auch das war kein Zufall. Und dann natürlich an dem Sonntag dieser Woche ist dann Biden als Kandidat zurückgetreten, wobei das war dann in der Woche nicht mehr so überraschend, aber die Art und Weise wie, weil im Endeffekt über Twitter bzw. X, die großen Plattformen des bösen Elon Musk, wo Biden nie irgendwas gemacht hat vorher, genau darüber gibt er seinen Rücktritt bekannt. Das kann eigentlich gar nicht sein. Also da ist die ganz starke Vermutung, dass er abgedankt wurde. Ähnlich wie damals der Kaiser Wilhelm II. Die spannende Frage ist, von wem? Und ich habe den Verdacht, dass in allen drei Fällen die dunkle Seite das genauso vorhatte. Also die dunkle weiße Seite wollte natürlich den Trump um die Ecke bringen. Das ist gar keine Frage, weil von dem haben sie richtig Angst, wobei auch Trump nur eine Frontfigur ist, immer wieder gesagt. Und natürlich wollten sie auch den Biden loswerden. Sonst hätten sie dieses TV-Duell gegen Trump nicht so früh gemacht. Weil da war völlig klar, dass er da untergeht, ja. Aber vermutlich nicht so und nicht an diesem Tag. Und bei dieser CrowdStrike-Geschichte habe ich auch den starken Verdacht, dass man durchaus vorhatte, irgendwann eine Sache zu machen, was man ja auch durch Filme wie Leave the World Behind oder auch so Übungen des WEF wie Cyberpolygon immer wieder mal durchgespielt hat. Eine Katastrophe, die aber die Menschen ganz stark betrifft, über so einen Weg irgendwann hätte machen wollen. Und dass ihnen da jemand zuvorgekommen ist, weil diese CrowdStrike-Geschichte, die hat zwar einen unglaublichen finanziellen Schaden bei Großkonzernen angerichtet, konnten in den USA zeitweise die Flugzeuge nicht mehr fliegen, weil ganz viele Fluggesellschaften diese Software halt benutzt haben. Allein die Airline Delta hat gesagt, sie haben über 400 Millionen Euro Dollar Schaden dadurch, wollen auch CrowdStrike verklagen. Aber es ist praktisch niemand gestorben. Also es war eine Riesengeschichte, aber es ist keiner wirklich zu Schaden gekommen, außer denen, bei denen es nicht so drauf ankommt. Die haben halt Geld verloren. Ja, und da kam mir dann auch die Idee, genau über den Biden-Rücktritt, weil du hast auch gesehen, die Familie Biden war danach völlig weg, aber auch die Demokraten waren erstmal irgendwie völlig perplex nach diesem Twitter-Beitrag von Biden offiziell, dass ich zurückgetreten bin. Da war jemand in Panik, beziehungsweise die wussten nicht, was da passiert ist. Ja, und das in Verbindung mit der Week to Remember von Q, ich denke, könnte man gut vorstellen, dass da die Gegenseite einiges gemacht hat. Ja, wir hatten natürlich auch in Deutschland in der Woche dann auch noch, ja, wir hatten unser Kompaktverbot auch in dieser Woche, das die Maske runtergerissen hat von diversen Politikern, dass sie jetzt ja auch erstmal vom Bundesverwaltungsgericht um die Ohren geflogen ist, die ganze Geschichte, ja. Wir hatten dann noch so Sachen, dass alles in dieser Woche, an dem einen Tag eine EU-Kommissionspräsidentin vom Europäischen Gerichtshof gerügt oder verurteilt wird, dass sie illegale Machenschaft mit Impfstoffherstellern hat, um dann am nächsten Tag wiedergewählt zu Ja, werden. das ist Alles in unheimlich. dieser einen Woche. Ja, Ja. Da unheimlich. kam übrigens auch keiner und hat mir geschrieben, und was ist jetzt passiert in der Woche? Das hat keiner mehr geschrieben. Diese Woche hatte es in sich. Ja. Ja. Und wir werden jetzt sehen. Diese Woche ist astrologisch, also ging schon eigentlich los mit dem Montag, den 19. Der Vollmond ist besonders.
Aus vedischer Sicht ist der 22. Wir sind jetzt wieder in so einer Phase, zumindest astrologisch gesehen, die nächsten Kracher passieren können. Und wir haben natürlich Sollbruchstellen oder Sollstellen, wo wir ja eigentlich nur drauf warten. Thema Nahe Osten, was sich da ja hochgeschaukelt hat, was momentan so ein bisschen unten rund, aber auch Ukraine, die Kursgeschichte. Da passt ja auch hinten und vorne nichts zusammen, wenn man davon ausgeht, dass die Ukraine irgendwas gegen Russland macht. Ein Schuh wird natürlich draus, wenn man weiß, dass der Westen Russland maximal provozieren will. Dann wird aus dieser Natürlich. absoluten Schuhwahl, es sind fast ausschließlich Söldner und westliche Waffen, die daran beteiligt sind, nicht? Und da gibt es natürlich genügend Stellen, wo jeden Tag auch rein aus dem Blick des 3D-Winkels, also sprich, wenn man sich einfach die Sachen anschaut, jeden Tag was passieren kann. Ja? Und das wird passieren, weil jedes Ereignis wird immer mehr das alte Weltbild der Leute, die nicht aufwachen wollen, schleifen, um es mal so zu sagen. Und das ist, glaube ich, das Ziel dieser Zeit jetzt, wo immer wieder in immer kürzeren Abständen immer heftigere Sachen passieren, bis hin, was ich erwarte, was aus der geistigen Welt kam, es war zuletzt 95% die sogenannte Dritte Weltkriegsshow. Kein echter Dritter Weltkrieg, den wird es nicht geben, das bleibt. Aber dass man uns das verkaufen wird, dass er angefangen hat. Und wenn du dir überlegst, dass ja die Pandemie auch am Anfang jeder geglaubt hat, oder fast jeder, muss ich sagen, könnte das, also das ist ja, Krieg ist ja eigentlich das schlimmste Gefährt, was man überhaupt auffahren kann. Ja. Und wenn du dann sagst, Dritter Weltkrieg, Atombomben, dann kommen schon einige ins Zittern und glauben. Man glaubt das. Erstmal ja. Erstmal ja, Das ist genau. ein Riesenschock, aber vielleicht muss der auch einfach sein, weil eben so viele noch nicht raus wollen aus ihrem alten Weltbild. Allerdings ist beim Krieg das Problem, das ist bei einer Pandemie einfacher zu lösen. Beim Krieg, klar, dann wird es wird irgendwas Russland gegen NATO sein, das wird man groß hochspielen, ja. Und dann warten alle, was passiert jetzt und wo, wann fällt die Ja, erste Atombombe. Das genau. Problem ist aber, wenn mal 3 Wochen vergangen sind und nicht wirklich was passiert ist in dem Land, dann werden die Leute allerdings sagen, also du kannst die Angst da nicht so lange aufrechterhalten wie Kannst du bei der nicht, ne? Pandemie. Ja? Dann fangen sie aber nachzudenken an. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass einige aber sagen, dann mal genauer schauen und dann schon feststellen, momentan ist ja der böse Russ an allem schuld. Das wollen auch viele noch glauben. Aber dass dann den Leuten irgendwann klar wird, dass eigentlich ihre Regierung, die NATO, der Westen diesen Krieg unbedingt wollten und provoziert haben. Und dann werden sie sich sagen, jetzt wollen die uns auch noch in einen großen Krieg reinführen. Und darauf haben die wenigsten Leute Lust. Das sagen ja sogar offizielle Umfragen. Und natürlich die Idee der Herrschaften im Hintergrund, wie sie es ja im letzten Jahrhundert auch schon oft gemacht haben. Ich provoziere den Gegner so lange, bis er irgendwas macht, dass ich zurückschießen kann. Und dann ist der andere ja der Böse und schuld. Genau. Das Problem, was sie haben momentan, dass der Putin genau weiß, dass das gemacht werden soll. Und er wird vermutlich irgendwas anderes machen. Nicht das, was sie wollen. Und am Schluss werden sie, das ist meine starke Vermutung, eben nicht die Russen sein, die nominell hat der Westen schon lange den ersten Schuss abgegeben. Aber es wird eben nicht so zu verkaufen sein, dass der Putin den ersten Schuss auf die NATO abgegeben hat, sondern wahrscheinlich werden die Menschen verstehen, das waren wir selbst. Und dann werden viele sagen, habt ihr mal einen Schatten? Weil selbst in Umfragen wird ja momentan klar, im Krieg mit Russland will ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung nur in westlichen Ländern, auch in Deutschland. Ja, das wollen die alle nicht. Also diese Kriegspropaganda, die man hier seit Monaten oder sogar Jahren fährt, um die Leute wieder dahin zu bringen, den bösen Russen, da müssen wir jetzt was tun, ne? Das verfängt nur bei wenigen. Glücklicherweise. Ja? Und ohne die öffentliche Meinung kann ich aber keinen Krieg machen. Das haben die Amerikaner im Vietnamkrieg ja dann irgendwann auch schmerzhaft erfahren müssen, dass sie ohne die öffentliche Meinung da mit gesenktem Haupt abziehen müssen. Deswegen hat man ja versucht, in den Irakkriegen durch Embedded Journalisten, wie das so schön heißt, das möglichst zu vermeiden, dass genau das nicht wieder passiert. Das musste jeder Diktator.
Wenn die Bevölkerung das innerlich nicht akzeptiert, was ich mache, scheitere ich. Die müssen das nicht lieben, aber sie müssen es akzeptieren. Und momentan ist die Akzeptanz für einen Krieg gegen Russland im Westen bei den allermeisten Menschen nicht da. Deswegen versuchen Immerhin. Zweifel die Gegenseite dazu zu bringen, um dann zu hoffen, wie das damals ja Roosevelt mit Pearl Harbor im Endeffekt auch erreicht hat. Die Amerikaner waren vor Pearl Harbor absolut dagegen, hat sogar mit Versprechung seine Wahl gewonnen, dass er in diesen Krieg in Europa nicht eingreift. Ja, dabei haben sie schon lange vorher aufgerüstet. Aber die Bevölkerung musste das wollen. Deswegen war Pearl Harbor unbedingt notwendig. Natürlich haben die Japaner wirklich angegriffen, aber sie wurden massiv dazu gedrängt durch alle möglichen Maßnahmen in der Zeit vorher. Und die Japaner haben auch gewusst, das hat ein bekannter japanischer Admiral später gesagt, sie wussten, dass sie einen schlafenden Riesen wecken, aber sie waren so in die Ecke gedrängt, dass ihnen keine andere Wahl mehr blieb. Und dass man vorher wusste, dass die kommen, das ist historisch nachgewiesen. Nur auf Hawaii, die Kommandeure wussten das nicht. Aber die Flugzeugträger hat man ja schön abgezogen, die waren wertvoll. Die alten Schlachtschiffe, da mussten natürlich, müssen, genau wie bei 9/11, müssen immer so 3000 Amerikaner sterben für solche Aktionen. Die brauchen sie dann schon, ja. Aber da Ja. hat natürlich die amerikanische Bevölkerung sofort gegen den Krieg gegen Japan. Logischerweise, sie wurden ja angegriffen. Und dann war natürlich das mit Europa nur noch eine Frage der kurzen Zeit. Und auf einmal war die öffentliche Meinung für diesen Krieg. Vorher wäre das nicht gegangen. Und das versucht man jetzt wieder. Denen fällt nichts Neues ein. Man lädt ja Putin sozusagen ein. Also am deutlichsten war das der polnische Außenminister Sikorski, wie er gesagt hat, also wenn Russland eine taktische Atomwaffe zündet, werden wir nur konventionell antworten. Also das war ja sozusagen die Einladung. Komm, bitte gib uns. Also ein Atompilz hätten sie am liebsten, weil da kann ich Ja, mir am ja. besten Angst machen. Und natürlich, Ja. Strahlung ist ähnlich wie Pandemie, radioaktive Wolke, Hm. du siehst es nicht, du schmeckst es nicht, aber das bringt dich um. Ja, das hätten sie natürlich gerne. Aber ich bin mir ganz sicher, genau das wird Putin nicht machen. Weil das weiß er ganz genau. Das hätten sie gerne. Ja. Ist ja klar, ich meine, der hat ja auch seine Ratgeber und Der also. anderen Seite gar nichts machen kann er auch nicht mehr ewig, weil er hat natürlich auch die öffentliche Meinung des russischen Volkes Ja, im ist Nacken richtig. und wo die sehr empfindlich reagieren. Und genau deswegen passiert das jetzt auch, wenn Zivilisten umkommen. Das war schon der Hintergrund dieses Raketenangriffs auf den Strand bei der Krim, wo ja bei 150 Zivilisten viele Kinder verletzt wurden, ich glaube 506 gestorben sind, mit geächteten Fächer-Kassettenbomben, ja, die du nicht mal gegen Soldaten einsetzen kannst, amerikanische Bauart. Da ist völlig klar, da hat vielleicht irgendein Ukrainer noch den Knopf gedrückt, aber dass diese Rakete kam aus den USA, die Daten, dass diese Rakete fliegen kann, kam aus den USA und wahrscheinlich das Betriebspersonal auch. Ja, wissen die Russen. Und das hat die russische Bevölkerung schon sehr, sehr stark geschockt, genauso wie am 22. März dieser schlimme Terroranschlag auf das russische Theater bei Moskau, wo das Konzert war, was ziemlich offensichtlich durch westliche Geheimdienste gesteuert wurde. Das weiß man auch in Russland. Und jetzt auf einmal fängt die Ukraine an, bei Kursk Russland anzugreifen. Ja? Was für die Ukraine wenig bis gar keinen Sinn macht militärisch. Das sagen viele Militärexperten. Aber es sind ja eben Söldner, es sind westliche Waffen und auch da kriegt man mit, dass, und das kriegen die Russen natürlich ganz stark mit, dass diese Söldner gnadenlos auf Zivilisten schießen, die halt in den Dörfern noch sind. Ja, Ja. das ist der nächste Angriff auf die öffentliche Meinung in Russland und das wissen diese Leute, die das planen, natürlich ganz genau und das kriegt der Putin natürlich zu spüren. Deswegen kann der auch nicht mehr ewig warten. Und wir haben jetzt noch die Geschichte im Nahen Osten, was ja auch so eine völlig schräge Geschichte ist. Also erstmal eine Riesenprovokation. Israel muss den Hamas-Führer, der im ganzen Nahen Osten rumreist, ausgerechnet mitten in Teheran erledigen. Ja, größere Provokation gibt es gar Klar, nicht. ja. Und jetzt warten sie alle auf den Gegenschlag und dann haben sie schon angekündigt, also man will auch da natürlich unbedingt diesen ganz großen Krieg entfesseln. Es gibt Leute, die wollen jetzt unbedingt diesen Krieg, den brauchen sie auch. Weil damit können sie, hoffen sie, verschiedene Geschichten nochmal wenden zu können. Ja? Und im Nahen Osten kann das auch ein bisschen heftiger noch werden als in Europa.
Das hat andere Gründe, da gibt es natürlich karmische und viele andere Geschichten, aber auch das wird sich nicht zum Weltkrieg ausweiten. Ja? Aber man versucht es momentan an allen Ecken und Enden. Und da ist natürlich erstaunlich momentan, die Israelis sagen, erwarten, und Tel Aviv ist wohl wie ausgestorben, jetzt erwarten auf den großen Schlag des Irans. Die Amerikaner warnen schon davor, haben schon drei Flugzeugträger-Kampfgruppen drin. Der Iran sagt, wir werden es machen, aber irgendwie passiert nichts seit Tagen. Als würden die auf irgendwas warten. Das ist auch super spannend. Ja? Und da sieht man, also im Hintergrund laufen noch ganz andere Sachen, als wir im Vordergrund sehen. Das ist völlig offensichtlich, weil viele Sachen sind vordergründig einfach nicht mehr erklärbar. Verzögerungen oder Sachen, die gemacht werden. Es läuft im Hintergrund noch ein ganz anderer Film. Aber es ist die Frage, ist das für uns so wichtig? Entscheidend ist, dass wir jetzt in einer, die eine Astrologin hat das so herrlich formuliert in den USA, ja, wir sitzen in einem, wir haben Zirkuskarten gekauft jetzt. Und der Zirkus, die Vorstellung ist jetzt losgegangen. Und die wird noch richtig spannend werden. Aber das ist der richtige Hubschrauberblick. Es ist ein Zirkus. Wir müssen hier bei uns keine Angst haben, dass wirklich ganz schlimme Dinge passieren. Wobei natürlich, wenn ein System zusammenbricht, rumpelt es, wie der Holzfäller so schön gesagt hat. Ja? Also zu glauben, wir sitzen im Sessel und essen Popcorn, wie das ja auch manche, wir werden unser Leben verändern müssen, wir werden uns verändern müssen. Viele haben das schon gemacht, die belastet das nicht mehr so, die noch ganz stark im Alten hängen, die werden mehr Probleme haben, logischerweise. Aber es wird jetzt nicht Großkatastrophen, großer Krieg, nicht mal ein großer Blackout wird für hier gesehen. Das wird alles nicht passieren. Plus, was interessant ist, das gilt aber explizit für Deutschland, dass irgendwann hier tatsächlich Russen da sein werden, aber eben in hilfreicher Funktion, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Vermutlich wird das bei uns dazu führen, dass es eben auch nicht diesen großen Bürgerkrieg gibt, den es in anderen westlichen Ländern vielleicht schon geben mag, wie zum Beispiel in Frankreich. Weil da sind die Franzosen auch ein bisschen anders drauf, muss man einfach so sagen. Ja, die Franzosen sind feurig, die lassen sich da gar nichts gefallen, die brennen ja ihre Autos an und alles. Also Genau das so ist ist es, nicht? extremst. Ja, also der Deutsche ist ja auch nicht so sehr für Bürgerkrieg. Also da muss schon ganz, ganz viel passieren. Und eigentlich sind ja, ich weiß nicht, ob man es sagen kann, Deutschland und Russland irgendwo Freunde. Ja, natürlich, das ist ja Ja, genau das sind ja gar keine Feinde. überhaupt nicht, im Gegenteil. Wir haben ja sehr, sehr viele gemeinsame Wurzeln. Auch in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg gab es ja extrem viel Zusammenarbeit. Aber das war ja genau das, was der angelsächsische Raum beenden wollte und dauerhaft unterbinden wollte. Das haben ja so Leute wie der Herr Friedmann auch immer wieder mal ganz öffentlich gesagt, dass es darum geht. Weil das die Heartland-Theorie von MacKinder, also sprich, wenn Europa und Russland zusammenarbeitet, hat der Rest der Welt keine Chance, insbesondere nicht der angelsächsische Bereich. Deswegen haben sie immer versucht, Deutschland und Russland aufeinander zu hetzen. Das hat im letzten Jahrhundert zweimal sehr, sehr gut geklappt. Und jetzt versuchen sie es ja wieder, Ja. weil die Hauptverantwortung an der NATO-Ostgrenze momentan soll ja Deutschland tragen. Sie wollen unbedingt, dass wieder Deutsche gegen Russen kämpfen. Das Unbedingt, ja. wollen sie wieder haben, ganz klar. Aber nach allem, was man hört, wird das nicht funktionieren diesmal. Das ist die gute Nachricht. Und dann in fernerer oder gar nicht so ferner Zukunft wird Russland und Deutschland eben endgültig gut zusammenarbeiten. Aber das wird passieren, wenn die USA vermutlich raus sind, und das könnte sehr, sehr bald passieren, weil die Vorhersagen für die USA sind sehr, sehr deutlich. Egal, was jetzt passiert am 5. November, wenn es eine Wahl gibt, Trump wird eine wichtige Rolle spielen. Da gibt es verschiedene Varianten, was da passiert. Aus der geistigen Welt kamen drei Varianten beim Egon Fischer an, zwei mit 40% Wahrscheinlichkeit, eine mit 20%. Was aber wohl sicher passiert, wo es fast keine andere Alternative mehr gibt, ist, dass die USA als Staat zerfallen werden. Und dass Trump, so wurde er genannt, der Insolvenzverwalter oder der Abwickler der USA werden wird. Ja, Eine wichtige Rolle, ne? Hat er eine da. wichtige Rolle, muss für die Menschen gar nicht schlimm sein in den USA. Nee. Ja? Für uns wird das aber natürlich eine Befreiung. Und das ist spannend, dass Putin das immer wieder betont.
Und deswegen wird Putin uns auch manches, was momentan unsere Regierung macht, nicht ganz so übel nehmen, weil wir sind halt nicht souverän. Wir sind ein besetztes Land und verschiedene Sachen Ja. müssen wir machen. Das Ja. weiß er. Ja, und wenn die Amerikaner aber abgezogen sind, und das wird meiner Ansicht nach als Ergebnis der Ereignisse, die in den USA wahrscheinlich sehr bald passieren werden, dann auch sehr schnell passieren, sind wir erstmalig wieder frei. Das sind wir momentan nicht. Ja. Und das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, frei zu sein, obwohl so im täglichen Leben merkt man das nicht so, ne? Die Menschen, weil sie sind ja beschäftigt mit ihren Dingen. Und letztendlich aber ist es dringend nötig, weil die Freiheiten wollen sie uns ja auf allen Ebenen nehmen. Und das ist jetzt mal Schluss damit, langsam. Also daran sieht man aber auch meiner Ansicht nach, also in Panik sind, sie drehen völlig auf. Also was die Meinungsfreiheit betrifft, das wurde ja aber auch interessant, alles ja nur Verschwörungstheorie. WEF, Davos haben sie es angekündigt. Die Desinformation muss bekämpft werden. Desinformation ist aber nichts anderes als Wahrheit, aber das können sie gar nicht brauchen. Nein, die haben ja immer nur die Unwahrheit. Die Staaten, die da noch sehr hörig sind, auch um. In Deutschland haben wir unsere Frau Faeser, die alles versucht. Ganz heftig ist es momentan in Großbritannien, aber auch schon länger, weil da wird man ja ganz schnell mal 2 Jahre in den Knast gesteckt, wenn man nur das Falsche in Facebook gepostet hat. Ja, aber in fast allen Ländern ist das so im Westen, ja, dass die Meinung, die freie Meinung, die Wahrheit versucht wird zu unterdrücken. Das ist für den Einzelnen ist das natürlich erstmal bitter. Aber im Endeffekt ist es eine totale Panikreaktion. Und damit kann ich eigentlich nur verlieren. Ja, plus halt, dass sie jetzt drei verschiedene Pandemien gleichzeitig uns um die Ohren hauen, plus Krieggeschichte. Aber man sieht an vielen Stellen, die Klimawandelagenda verfängt schon nicht mehr so, ja, weil sie mittlerweile sich auch lächerlich gemacht haben, wenn sie jeden Monat zum heißesten Monat seit Menschengedenken erklären, gerade im Juni, wo es nur kalt war und geregnet hat. Ja, aber irgendwo an irgendeinem Zipfel der Welt war es super heiß. Das glaubt kein Mensch mehr. Also das haben sie einfach Wahnsinn. gezogen. Ja, und meiner Ansicht nach kann man das gut erkennen, dass diese Leute in Panik sind, dass ihnen die Fälle davon schwimmen. Natürlich sind sie noch nicht völlig machtlos und versuchen natürlich auch da und dort mit Härte und noch gegenzusteuern. Aber es wird immer panischer und auch immer, sagen wir mal, unkoordinierter. Ja, deswegen bin ich mir auch relativ sicher, dass sie sowas wie 2020 mit der Pandemie noch mal so nicht hinkriegen werden. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Es fehlt jetzt eigentlich noch ein Szenarium, das sind die Außerirdischen, ne? Oh, das fehlt noch, ja. Das fehlt noch. Das wäre natürlich auch was für 25, das wäre so ein typisches Jahr der Schlange-Ereignis. Sowas völlig Neues, Unerwartetes, was noch mal ein Gamechanger sein soll. Aber was der Egon schon lange reinbekommen hat, nicht nur er, sie werden noch einiges versuchen, es wird ihnen aber nichts mehr gelingen, es wird sich gegen sie wenden, das sieht man an ganz vielen Stellen mittlerweile, ja. Und wenn das wirklich noch gemacht würde, bin ich mir relativ sicher, wird sich das dann auch gegen sie wenden. Das Gegenteil von dem, was sie damit erreichen wollen, wird dann passieren. Ob sie es noch schaffen mit der außerirdischen Geschichte, also das ist ja der letzte Trumpf, wie Werner von Braun, das damals schon seine Assistentin Carol Roslin gesagt hat, was sie ja mehrfach unter Eid ausgesagt hatte. Er hatte kurz vor seinem Tod ja alles aufgezählt. Erstens die Russen, das war ja zu dem Zeitpunkt noch in den 70er Jahren. Dann kommen die Terroristen, das war damals noch so gar nicht. Und dann der letzte große Trumpf wird die außerirdische Bedrohung sein, hat er gesagt. Das ist geplant. Und das wäre ja auch gar kein Problem, uns das vorzuspielen. Ja, wie man eh fast alles mittlerweile vorspielen kann. Auch Kriege kann man vorspielen, ja. Also ich erinnere nur an den Film Wreck the Dog mit Dustin Hoffmann aus den 90er Jahren. Ist eine Komödie. Da steckt unglaublich viel Wahrheit drin, wo sie einen kompletten Krieg USA gegen Albanien erfinden, weil der Präsident gerade Probleme hat wegen einer Sexaffäre. Interessanterweise genau zu dem Zeitpunkt, wo Clinton die Probleme mit Monica Lewinsky hat, haben sie den Film gemacht. Wo sie aber, und da zeigt man auch schon die Technischen, wie man dann Bilder erzeugt von einem flüchtenden Kind durch Trümmer, durch brennende Trümmer, was schon alles im Computer gemacht wurde damals, wo er dann, der muss unbedingt eine kleine Katze, muss er auf dem Arm haben und der Regisseur will noch unbedingt eine gescheckte Katze, die haben sie aber nicht im Archiv, also muss eine weiße, also lustig, aber ganz viel Wahrheit drin und heute ist das natürlich noch ganz anders möglich.
Das heißt, man könnte uns ganz problemlos eine Alien-Invasion vorspielen mit ein paar eigenen Raumschiffen, die man aus den schwarzen Ja. Effekten hat, plus ganz viel CGI im Internet und im Fernsehen. Und die Menschen würden es glauben. Aber mal schauen, ob das noch kommt oder nicht. Wir werden irgendwann, das wird definitiv irgendwann die Enthüllung kommen zum Thema Außerirdische, ob das vorher noch mit der Fake-Invasion passiert. Bin ich mal gespannt. Ich bin mir relativ sicher, sie haben es geplant gehabt oder haben es auch noch im Plan. Aber ob das noch gelingt, ist auch nochmal eine andere Frage. Weil es gibt ja auch eine Gegenseite, die das vielleicht auch unterbinden will. Muss man mal schauen. Sagen wir mal, die Vorbereitung konnte man in den letzten Jahren, so jedes Jahr wird in den USA insbesondere einen Schritt weitergegangen mit den Enthüllungen. Das letzte Jahr war ja schon sehr beeindruckend, was in den USA auch sehr, sehr viel Wirbel gemacht hat. Hier natürlich nur begrenzt, aber selbst hier war es ja, als im Kongress eine Anhörung war, wo Zeugen ja gesagt haben, dass sie mindestens mal 12 außerirdische Raumschiffe geborgen haben und wo im Kongress auch ein Rieseninteresse war, wo dann auch gewisse Vorgaben gemacht wurden, dass da mehr Informationen kommen müssen. Also da ist ein Prozess in Gang gesetzt worden, offensichtlich, um die Menschen da ranzuführen. Und das kann natürlich gut sein, dass das erstmal die Vorbereitung war, dann den Menschen eben diese außerirdische Invasion zu verkaufen. Ja? Aber es wird ja auch gesagt, und das wurde für dieses Jahr auch vorher gesagt, und das kann man auch schon als erfüllt ansehen, es wird sehr, sehr viel enthüllt werden. Und gerade in dem Bereich Corona und im Umfeld ist unglaublich viel passiert. Es gibt unglaublich viele Studien. In Japan ist man schon ziemlich weit, da haben sich schon Regierungsmitglieder entschuldigt. Aber auch hier in Deutschland, die RKI-Files, das ist der absolute Hammer, was da drin steht. Ja. Das Problem ist halt, dass es so viele von den nicht Aufgewachten überhaupt noch nicht lesen wollen. Also die wollen das nicht wissen. Haben wir ja schon drüber gesprochen, weil das Ja. noch zu sehr im Alten verhaftet ist und sie genau wissen, wenn ich das lese, weiß ich, dass die Politik, dass ich die komplett vergessen kann und die Medien. Und da wollen sie noch nicht rein. Aber wahrscheinlich, das ist meine Vorhersage, im Laufe dieses Jahres wird noch was passieren, dass sie da reingehen werden. Und dann, Eben. das, aber auch die Politiker und die Medien haben sie verloren. Ja, Ja, natürlich genau, wie Schulze sich aufgeladen haben. Ja. sie werden gezwungen werden hinzusehen, das wird nicht mehr anders gehen. Und das ist diese große Aufwachwelle. Und die wird tatsächlich, auch wenn du jetzt guckst und denkst, es ist noch nicht so, viele haben geschrieben von euch, ich merke nichts davon, dass die Menschen aufwachen. Doch, es fängt nämlich im Inneren langsam an. Das sieht man nicht gleich im Außen. Das fängt im Inneren an, da kommen langsam Zweifel hoch. Und das häuft sich dann und irgendwann kommt dann dieses Erwachen. Und es ist im Gange, glaubt mir es. Und das ist auch die göttliche Führung. Die göttliche Führung, die ist ja da, die göttliche Ordnung. Das ist ja so, dass hier nicht alles ins Chaos verfällt, sondern das ist ja die Stabilität, die uns letztendlich in das Schöne führt. Nur ist es wichtig, dass wir Menschen auch dabei sind, dass wir auch den Fokus drauf legen und in die Absicht gehen und dann raus aus der Komfortzone. Und da fehlt es halt immer noch ein bisschen, aber durch diese Ereignisse werden die Menschen, die jetzt immer noch wegschauen, nicht die Wahl haben. Die müssen dadurch. Und das wird halt für einige dann auch nicht so schön werden. Auch das ist geschrieben und jeder geht durch diese Zeit hindurch, wie er eben das so auf seinem Seelenweg stehen hat. Ja, Absolut. das ist der Weil Punkt. es Indizien gibt, also wenn man mal genau schaut, das sind viele Menschen, die, sagen wir mal, jetzt noch nicht offen aufbegehren, die auch noch nichts hören wollen, aber wo man dann doch schon Kommentare hört, die man vor 2 Jahren vor denen vielleicht noch nicht gedacht hätte, dass Ja. man schon merkt, die merken schon, da stimmt einiges nicht mehr, sind frustriert, werden das natürlich offiziell noch nicht so zugeben. Aber ich weiß auch von jemandem, der im Versicherungsbereich mit hohen Versicherungsmanagern zum Beispiel zu tun hat, oft Meetings mit denen hat, dass dort Menschen solche Kanäle, sagen wir mal, die noch nicht zu weit gehen, aber politisch schon ziemlich in Klartext reden, wie Vermietertagebuch oder Chrissy Rieger, das sind Kanäle, die auch schon Hunderttausende von Abonnenten haben. Und das wird schon von ziemlich vielen Leuten geschaut. Und da wird politisch gesehen, was in der Ukraine passiert oder in der Politik, da wird kein Blatt vor den Mund genommen, da wird Klartext geredet. Und das gucken, glaube ich, schon viel, viel mehr, als man denkt.
die trauen sich noch nicht, also viele trauen sich nicht, das sagen ja auch Umfragen, öffentlich schon mal sich zu outen, was sie wirklich denken. Also Ja. viele halten damit auch noch hinterm Berg. Ja. Oder letztens, wo ich dann tatsächlich auch mal ein bisschen lauter wo gesprochen habe und wo dann Freunde von mir, sehr, sehr liebe Freunde, dann aber auch, ja, aber ein bisschen leiser, die Nachbarn könnten uns hören. Da siehst du schon, ja, ne, Die also Angst, ne? Ja. dass das alte freie Deutschland nicht mehr existiert, weil früher hätte Ja. man, das ist was, wenn ich politisch was Falsches sage, wenn das die Nachbarn hören, was interessiert denn das, ne? Da, aber da haben die Leute, es gibt ja Umfragen, die meisten Leute trauen sich nicht mehr, was zu sagen. Teilweise hast du ja auch gesagt, wird natürlich auch versucht, sozusagen alles schlecht zu machen, was du überhaupt sagen könntest, du überhaupt nicht mehr weißt, was kann ich dir noch sagen, also sage ich am besten gar nichts. Das wird natürlich auch versucht zu Ja. sortieren, ja. Aber ich glaube, dass auch das wird scheitern, insbesondere natürlich, wo sie auch völlig gescheitert sind, ist diese ganze LGBT-XY-Geschichte oder auch diese Gender-Geschichte, dass eine Blase ist, die bei Medien, Politikern und einer ganz, ganz kleinen Bevölkerungsgruppe ein Riesending ist, aber beim Großteil der Menschen überhaupt nicht ankommt und auch komplett abgelehnt wird. Das heißt nicht, dass diese Menschen, dass der Großteil der Menschen was gegen diese Menschen hat, aber da waren sie jetzt ja auch bei der Volkszählung, haben sie ja auch, konntest du ja ankreuzen, wie du dich als Geschlecht siehst, männlich, weiblich oder divers. Und von den über 80 Millionen Deutschen, gut, es haben nicht alle diese Befragung mitgemacht, Kinder natürlich nicht, aber wie viele von diesen über 80 Millionen haben denn letztendlich divers angekreuzt? Es waren 969. Das ist nicht mal ein Promille. Und dafür alles diese Geschichte, daran sieht man halt einfach, das ist unglaublich aufgeblasen worden. Aber man merkt in ganz vielen Ländern, das müssen momentan auch Großkonzerne schmerzhaft spüren, die jetzt auch zurückfahren, die die Abteilung wieder auflösen. Microsoft hat es gemacht, Harley-Davidson hat es jetzt gerade gemacht, weil die Konzerne, die sehr, sehr stark darauf abfahren, die haben massive Verluste. Und daran sieht man, da haben sie die Menschen überhaupt nicht gekriegt. Und das ist offensichtlich was, was nicht funktioniert hat. Das heißt, ihre Macht schwindet. Das sind die Dinge, wo man es ganz klar erkennen kann, auch weil es einfach zu viel auf einmal ist. Und das müssen wir noch und Klimawandel und dieses und alles ist rechts. Und das machen die Leute nicht mehr mit. Es ist zu viel, zu gleichzeitig, zu schnell. Und damit auch nicht mehr souverän und überlegt, wie das früher war. Und deswegen werden Genau. sie damit eigentlich zwangsläufig scheitern. Ja. Das ist gut, weil das ist wirklich zu viel und die Zeit vergeht so schnell und die Leute brauchen ja auch mal Luft zum Atmen, zum Aufatmen, mal Zeit. Und von daher wird es nicht klappen. Ganz Nein. klar, das ist einfach, es geht unter, es geht wieder unter. Genau, so ist es. Ja, also Ja. wir müssen uns da keine Sorgen machen, aber es bleibt die Eigenverantwortung. Man kann auch jetzt schon anfangen. Es ist nicht sinnvoll, immer auf irgendwas zu warten. Und insbesondere, wenn du sagst, ja, ist klar, schreiben viele in meinem Umfeld, kenne ich nur Leute, die von nichts was wissen wollen oder die voll. Teilweise ist es auch hilfreich, sich mal ein anderes Umfeld zu suchen. Auch da muss man selbst aktiv werden, weil es gibt diese Menschen, ich habe sie, gibt es überall in Deutschland, Österreich, Schweiz, die sich auch regelmäßig treffen. Und aber da muss man halt mal aktiv werden. Man kann auf Kongresse gehen. Im Osten der Republik ist das viel verbreiteter, haben wir schon gesagt, weil die Leute da auch anders drauf sind. Die kennen das noch von früher. Da ist es noch mehr und schneller, findest du da Leute als im Westen. Aber es gibt sie überall. Aber man darf auch nicht immer warten, dass das alles zu einem kommt, weil die neue Welt ist eine Welt der Eigenverantwortung. Das ist auch ganz klar. Und es wird auch Leute geben, und wenn man halt Pech hat, dass man nur solche kennt, die werden nie aufwachen, egal was passiert. Die wird es auch geben, weil jeder hat immer eine Wahl, das zu tun. Ja. Es wird Leute geben, die sich eher umbringen werden, als ihr Weltbild zu verändern. Ja? Auch das ist eine Wahl. Auch das Ja. gut. Ja. Und ich darf mein Leben nicht von anderen abhängig machen. Es war super interessant. Mein spiritueller Meister hat jetzt gerade auf YouTube, hat das so herrlich. Wer schätzt eigentlich sein eigenes Leben wirklich richtig? Ja? Die wenigsten. Wir leben halt irgendwie, aber ganz viele machen ihr Leben von äußeren Bedingungen oder auch von Meinungen anderer abhängig.
Und das ist eigentlich, was wir lernen müssen. Das ist völlig uninteressant. Wir müssen unser Leben leben und dann sind wir auch glücklich. Unsere Glücklichkeit kann nie von außen kommen. Ja, und wenn wir natürlich auch noch Leute haben um uns herum, die das behindern, dann ist es an der Zeit, mal wirklich zu schauen, ob ich nicht mir ein anderes Umfeld suche. Deswegen muss man mit den anderen, mit den alten Leuten, die man kennt, ja nicht alles sofort abbrechen, ja. Aber wenn ich mich natürlich ständig in einer solchen Umgebung bewege, wie soll ich da positiv werden und rauskommen? Ja, das ist dann auch die Eigenverantwortung, genau wie es ein Nichtraucher ganz schwer hat, in einer Gruppe, die alle rauchen, zu Mischraucher bleiben zu können. Ja, das ist typisch und so ist das hier auch. Und wenn man mal angefangen hat, eine bestimmte Richtung zu gehen, also in der Tat was zu machen, kommen dann häufig auch wie von selbst Sachen auf einen zu. Aber man kann in einer Tat den Anfang einer Manifestation machen. Und die Tat ist die stärkste manifestierende Methode. Natürlich die Emotionalität ist ganz wichtig, aber auch die Tat. Und das muss halt auch jeder tun. Und dann kann man aber auch jetzt schon anfangen, in diese neue Welt reinzugehen, weil es wird auch nicht so sein, dass es einen Schlag tut, alte Welt vorbei, neue Welt kommt, sondern die neue Welt bildet sich genau jetzt schon. Und ich kann das selbst sehen in Gruppen, bei denen ich Vorträge mache, wo Menschen zusammen sind, die neue Dinge probieren, die positiv sind, die absolut Bescheid wissen, was auf der Welt passiert und auch im Hintergrund, aber auch gar nicht negativ sind. Wir werden alle sterben und alle versklavt, sondern die schon anfangen, wo sie können, ihr Ding zu machen. Und da gibt es schon viel mehr, als man denkt. Aber da muss man auch mal auf die Suche gehen. Ja, das werden die Menschen schon machen. Das wird dann schon kommen, bin ich ganz Du sicher. sagst, es wird dann viel, viel mehr werden, die zumindest von dem Ja, Alten zwangsweise loslassen genau. müssen. Das wird in den nächsten Monaten passieren. Ja. Genau, und das ist doch eine schöne Aussicht. Letztendlich, wenn man das positiv betrachtet, ist es eine wunderschöne Zeit, die auf uns zukommt und wir haben es in den Händen, diese zu gestalten. Absolut richtig, ja. Ja. Ja, lieber Peter, vielen Dank für dein Interview. Und ihr Lieben, schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Schaut auch mal unter das Video, schaut euch die Links an und informiert euch über weitere Angebote. Schön, dass ihr da wart. Bis bald. Tschüss.